Nee, sag ich nicht. Wenn ihr diese Folge seht, werdet ihr wahrscheinlich schon dieses extra Special Video gesehen haben. Wahrscheinlich sogar schon. Das heißt, es bringt euch eigentlich gar nichts, wenn ich es jetzt sage. Also, scheiße drauf, Motherfucker. Ja, dann kann ich es eigentlich jetzt sagen. Fällt mir auf. Ja, aber ist egal. Hat jemand gehustet? Du kleiner Hurensohn. Nein, ich habe niemanden beleidigt. Da wird die zweite Fischerhütte gerade fertig gekloppt. Ich habe ziemlich viel gerade am Bauen. Hunger wird auf jeden Fall bald früh genug noch ein Problem sein. Hier sind auf jeden Fall Fische und Früchte. Und da liegt noch extra ein Fisch. Das heißt, wenn der geholt wird, kann er auch da hingeknallt werden. Also. Hunger ist noch kein Problem und es wird auch noch eine Weile dauern, bis es ein Problem ist. Ah, jetzt haben wir einen extra Waffenmacher. Ach so, weil wir bestimmt jetzt auch Eisen und so fördern können wegen den Bergsteilen hier. Hier zum Beispiel. Können wir vielleicht Eisen oder so oder Gold oder weiß ich nicht, was man da alles rausholen kann, kriegen. Und dann können wir vielleicht mit... Habe ich gar nicht geguckt. Hier, warte. Na, da ist nur der Waffenmacher. Gibt's hier vielleicht bei der Produktion was? Nee. Das heißt, wir können Waffen machen. Wahrscheinlich ist da auch nur eine Steinaxt ohne Eisen, weil Eisen haben wir. So, das ist wahrscheinlich das gleiche wie beim Steinmetz. Da brauchen wir auch so eine Maschine, extra Maschine, um aus Stein... Steinblocks, Blacksticks, Dixeldings da zu machen. Was ist denn Militärnachrichten? Da sind alle Nachrichten erlaubt. Dann weiß ich auch, was los ist. Und meine zwei Holzfäller. Hier ist Grimhild am Start. Die machen jetzt den Job hier. Ja. Der zweite Angler. Die zweite Anglerhütte dauert noch eine Weile. Mein Plan. Ist simpel. Und zwar hätte ich gerne hier eine Jägerhütte. Denn die kann ja jagen. Und vielleicht jagt ja auch den Wolf. Wäre besonders gut. Müsste ich einen Speer produzieren? Habe ich schon einen Speer produziert? Nein, habe ich nicht. Da wird aber gerade einer produziert. Fischauto wurde fertiggestellt. Angel muss noch fertiggestellt werden, weil ich nur eine gebaut habe anscheinend. Ja, das heißt, eine zweite Angel muss dann fertiggestellt werden. Ja, das ist nicht schlecht. Dann angeln die hier ihre Fische. Ganz gut. Und wir holen sich dann von da was zu fressen, hoffe ich mal. Da leuchtet was die ganze Zeit. Was leuchtet denn da? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Dann wird dann jetzt noch schön Jägerhütchen gebaut. So. Logistik, Pfad. Da unten ist ein Lager, da oben ist ein Lager, da hinten ist ein Lager. Ich habe also genug Lager. Da ist das Essenslager, da ist das Steinlager. Und so wie es aussieht auch. Ja, da ist das Steinlager und Lederlager. Und hier ist einfach das Holzlager. Da wird genug Holz hingebracht. So. Alle waren produziert. Die Angel wird doch... Hey, die Angel kannst du dir holen. Hast du die jetzt? Fischer. Christine soll sich die Angel holen. Neuer Beruf, Jäger. Ilfgroll, Müdigkeit, Jäger, holt Werkzeug. Schön. Der holt sich sein Werkzeug. Die holen sich alle ihr schönes Werkzeug. Dann haben sie ihr Werkzeug, und wenn sie ihr Werkzeug haben, ich finde die Maschine immer so geil, wenn sie ihr Werkzeug haben, dann kann wirklich bei der Klippe nicht angeln, wie ich mir gedacht habe.
Dann können sie ihren Job erledigen. Und hier zum Beispiel. Hier unten. Die arbeitslosen Leute können sich gerne hier versammeln, wenn sie wollen. Hey, ist das Lager schon voll? Als ob. Logistik. Großes Lager. Das passt hier nicht mal irgendwo hin. Du heilige Scheiße. Hier hin. Das kostet dann einfach eiskalt 6 Holz und 2 Planken. Lohnt sich das? Komm. Wenn es sich nicht lohnen würde, wird es wahrscheinlich gar nicht erst geben. Jäger. Hast du eigentlich als Jäger? Ja, das hat den Wolf im Blick. Kannst ja auch noch schön was bringen. Und dann hier hinten kann auch noch ein Lager gebaut werden. Denn hier hinten wird noch wunderbar was Zweites gebaut. Und zwar das hier. Das muss auch hier irgendwo hin. Und das hier. Nicht zu vergessen auch noch das. Der Brunnen muss aber irgendwo in Wassernähe sein, das ist ja logisch. Sagen wir es mal so, wenn das fertig ist. Also ich brauche dazu eine Sense, ein Bäckerwerkzeug. Werkzeugmacher, du hast jetzt einen Job. Sense. Der Rucksack wird beim Werkzeugmacher hergestellt. Ja, toll, aber was bringt mir der? Das Werkzeug. Steinspeer. Also, das ist ein besserer Speer, cool. Gut, dann hätte ich die Werkzeuge dafür. So. Bam. So, das. Was braucht das eigentlich? Das habe ich gar nicht geschaut. Ich habe also alle haben hier jetzt gerade einen Job. Einen festen Job. Denn sie haben sehr viel Arbeit hier oben zu tun. 2 Bretter fehlen mir hier oben. 1 Holz, 4 Bretter. Ups. Ich habe 2 Bretter. Und ich brauche irgendwie 6 Milliarden. Also. Leute, ihr habt einen Job. Einen großen, langen, fetten, heftigen Job zu erledigen. Oh. Oh. Logistik. Wohnzelt. Ich brauche Wohnzelte. Wohnzelt hier hinklatschen. Wohnzelt. Hey, wenn du Hunger hast, dann hol dir was zu fressen, du kleiner Pischer. Du kleiner Pischkopf. Was glaubst du, wofür ich die Fischeranstalt hier unten gebaut habe? Hier ist so viel Fisch. Ein richtiger Haufen Fisch und keiner holt hier sich was oder was. Arbeiter fehlt. Dann baut die Hütten. Hier fehlt noch ein Holz. Ja gut, dann beschleunige ich das Ganze mal. Und schaue ich mal, wie schnell das jetzt geht. Hütte ist fertig. Ware fehlt Planke. Ware fehlt Speer. Hey, wofür brauchen die denn noch einen Speer? Wofür brauchen die denn noch einen Speer? Ist der Speer kaputt gegangen oder brauchen die jedes Mal einen neuen Speer? Fürs Jagen. Wenn die den werfen oder so. Ich weiß nicht. Speer. So, lala. Planken fehlen. Die Plankenarbeiter müssen arbeiten, denn die Planken werden gebraucht. Hier sind schon wieder so viele Früchte. Jungs, lasst doch mal die scheiß Früchte, auch wenn ihr sie braucht. Alles klar. Was wollte ich gerade noch?
Ein Sägemühle. Obwohl. Ich werde sie irgendwann nicht mehr brauchen. Aber scheiß darauf, ich baue es trotzdem ganz schnell jetzt. Dann muss ich außerdem noch... Das war, glaube ich, ein Fehler, dass ich die jetzt gebaut habe. Und vor allem dahin. Logistik. Einmal bitte einen Weg. Und zwar so. So. Logistik, Militär, Produktion. Ach scheiße, der Werkzeugmacher muss jetzt richtig ran. Denn hier gibt es zwei Angeln. Dann einmal eine Säge. Ja gut. Hä? Wieso ist Elfroge... Hä, wieso ist denn dieser Elfroge-Deal gestorben? Ist der gestorben wegen dem Wolf? Kann es sein? Tatsache. Stopp. Jungs, so geht das nicht. Das geht so wirklich nicht weiter. An die Waffen. Nachschublager bitte mal irgendwo hier hinknallen. Geht es wirklich nur da? Ja, anscheinend. Nachschublager und jetzt ein Armeenlager. Dankeschön. So, jetzt ein Waffenlager, obwohl das mit dem Werkzeugmacher können wir da schon hinkriegen. Bauen wir da jetzt einfach mal tonnenweise Äxte. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir haben gegen die Wölfe keine Chance. Und wir sind so nah an den Wölfen. Lauf doch. Lasse, du auch. Ich meine, Lasse, du warst mal Krieger, aber... Lasse. Zickeduggedi. Attackier Zickeduggedi. Lasse, lauf doch. Du kannst dich gewinnen gegen den Wolf. Jetzt brauche ich hier das Armeenlager. Lasse wird attackiert. Tu dir keinen Zwang an. Alter Schwede. Hier ist wieder mal die tolle Fischproduktion. Tu dir keinen Zwang an und sie rennt hin und stirbt. Lasse, du warst ein tapferer Krieger. Lasse, bitte. Alles klar. Armeenlager. Dieses Werkzeug fehlt. Super toll. Du. Komm, holt euch doch die Werkzeuge. Produziert die scheiß Werkzeuge. Wir brauchen Stöcke, wir brauchen Steine. Steine und Stöcke liegen hier alle rum. Mühle, wird alle... Hä? So. Ich könnte fast noch eine Farm hinsetzen. Nee. Lass mal die Farm. Das passt schon. Holt euch doch was zum Fressen da unten, ihr Vollpastis. Das Armeenlager soll hier hin. Da ist wenigstens noch Essen in der Nähe. Der ist mit nichts ausgerüstet. Toll, super. Hier ist wieder ein Haufen Scheiße an Fischen. Das gibt's ja gar nicht. Weizen fehlt, also Getreide. Und wenn das Getreide geerntet wird, dann ist echt gut. Hier ist ja ein bisschen was. Es dauert halt eine Weile, bis geerntet wird. Der Sorin. Der kann jetzt auch mal schlafen. Und die Äxte, die hier produziert werden, kann sich der Sorin holen. Sobald er wach ist, schicke ich ihn darüber. Wenn er Hunger hat, schicke ich ihn wieder zurück und so weiter und so fort.
Was nur ein kleines Problem sein wird. Ist das folgende. Ich habe zwar jetzt fast schon sichere schon eine sichere Produktion an allem. Also ich habe jetzt Essen, Holz, Stein, Bretter und Ziegelsteine. Und dann bald auch die Waffen. Und alles Mögliche. Sorin, du kannst dir was zu fressen holen bald. Die Windmühle hat noch nichts produziert. Wie viel hat die Farm denn jetzt? Ein Weizen hat die Farm gleich produziert. Riesenerfolg. Sorin, hol dir doch die Axt. Das gibt's doch nicht. Sorin. Offizier, holt Werkzeug, tut nichts, holt Werkzeug, tut nichts, holt Werkzeug, tut nichts, holt Werkzeug, tut nichts. Sorin, holst du jetzt das Werkzeug? Holt Werkzeug, ja, er holt Werkzeug. Gut, dazu muss er anscheinend diesen riesigen Umweg laufen, aber ist ja nicht so schlimm. Krass, kann ich so auch drehen, mit E und Q kann ich drehen. Axt, 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 Axt. Axt, Axt, Axt. So. So. Wo ist ein Platz? Wo kann ich es gut hinbauen? Am besten im grünen Bereich. Ich finde schon krass, dass man hier... Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich so realistisch gemacht. Also es ist niedlich gemacht, und aber nicht wirklich so realistisch. Aber ich finde es krass, wie man wirklich dann sehen kann, was sich geändert hat. Ich meine, hier, schaut euch das an. Wie geil sieht das denn aus? Ich finde es einfach krass. Das ist so eine riesige Stadt schon teilweise. Wenn es gäbe es noch Mauern oder so, oder richtige Festungen, ich weiß nicht, ob das noch kommt, dann wäre es heftig, geil, alles Mögliche. Dann wäre es mein allerliebstes Lieblingsspiel. Dann wäre es die Power der Welt, Herrschaftsanstalt, Vergewaltigung, keine Ahnung. Nachschublager, ein Holz fehlt. Also es dauert noch alles eine Weile. Hier zum Beispiel, ja, ne? Da wird gerade ein Mehlsack produziert, und in der Bäckerei kann dann Brot produziert werden mit Holz und dem Mehlsack. Das ist ganz gut. Wo sind die Gegner? Die sind alle hier oben. Status. Das Portal ist verschlossen. Durch das Öffnen, ja, kennen wir alles. Hier ist ein Wolf. Wenn da irgendwo ein Haus gebaut wird, kann ich es eigentlich abreißen, weil ich es nicht brauche. Nicht mehr brauche. So, jetzt muss ich das gucken. Gerufene Wikinger, 42 von 45. Wikinger-Kapazität, 38 von 46. Drei arbeitslose Wikinger. Ah, das ist alles sehr, sehr knapp, sehr, sehr knapp, sehr, sehr knapp. Ich kann vielleicht noch ein paar Leute rekrutieren, aber... Ne? Der Waffenmacher hat was zu tun. Werkzeugmacher. Ich kann aber wirklich den speziell dann mal den Waffenmacher an Start bringen. Was ich auch machen könnte, ist so ein kleines bauen, weil das eh das Einzige ist, was ich bauen kann. Ich meine, ich habe 3 plus 3, also 6. Und der, ich glaube, der hat sogar so ungefähr 6. Wenn ich jetzt noch einen Waffenmacher habe... Ich hole mir lieber das hier. So, da, la. So, dann könnt ihr euch hier was zu essen holen, Jungs. Und hier mal ganz schnell Durchlauf lassen. So, 1. Snorre.
Ja, hat fünf Jungs. Es gibt immer einen Offizier und das ist der Oberste. Das heißt Soren. Der Soren ist der ganz tolle Offizier von den Jungs. Und hier ist der Snorre, der Offizier von den Jungs. Fünf Jungs, beziehungsweise Mädchen, sind jetzt am Start und ich habe noch einen freien Arbeiter. Und jetzt habe ich keinen freien Arbeiter mehr. Also Äxte können echt nicht schaden hier. Ist ein bisschen blöd, aber war. Snorre, wenn du Hunger hast, dann geh ich hier hin und holst dir was zu fressen, du kleiner Pisser. Und die Äxte können da ruhig alle produziert werden. Genau wie alle anderen, die können jetzt einfach warten, weil ich schicke eh nicht einfach mal so einen Trupp hoch. Wenn, dann machen die ja alles zusammen, die ganzen Wölfe weg. Das ist ja hier, wie gesagt, ein Rudeltier. Und dann rechts, links sind auch noch Wölfe. Irgendwo, ja, hier sind welche. Und hier sind welche. Und da ist noch eins. Ein Wölfelchen. Wenn die dann bewaffnet sind, mal alle. Dann, ne? Ja, den Speer tue ich mal wegpacken. Boah, ganz ehrlich, das wird Ewigkeiten dauern, bis alles produziert ist. Deswegen mache ich das einfach mal schnell. So, dala, ganz schnell Durchlauf. Von der ganzen Welt. Einer wurde attackiert, glaube ich. Heißt das? Ja, Ulf wurde attackiert. Ich hoffe, Ulf stirbt jetzt nicht. Dann schickst den mal wieder dahin. Ah ne, der kann da eigentlich bleiben. Wohingegen die hier, wie viel... wie viele Werkzeuge fehlen denn jetzt noch? Also beziehungsweise Waffen. 1, 2, 3, 4. 4 plus 4 sind also 8. 8 Werkzeuge fehlen noch und 8 sind gerade in Produktion. Das heißt, wenn ich jetzt einmal kurz hier rüber schicke. 5, 4, 3, 2, 1. So. Schon sind sie wieder zurück. So lala, 7 sind in Produktion. Das heißt, bald ist wieder eine Axt fertig. Wie viel ist das? 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 9. Eigentlich finde ich es besser, wenn ein Armeenlager erstmal mit Waffen ausgestattet ist. Weil ist halt so. Wo ist das Lager? Da ist das Lager. Stimmt eigentlich, dass die ganzen Waffen müssen eigentlich ins Nachschublager gebracht werden. Logischerweise. Wofür ist denn das da dann? Mir fehlen noch 1, 2, 2 Äxte. 1, 2, 3, 5 Äxte nur noch. Was? Alles klar. Das heißt, es wird wirklich ins Nachschublager gebracht, dann müssen die da gar nicht weg. Einer wurde attackiert. Bjarn ist arbeitslos. Wer ist denn Bjarn? Bjarn ist irgendein Holzfäller, oder? Hallgrim? Holzfäller. Grillhim. Wer ist denn Bjarn? Ach so, Bjarn ist der Steinmetz. Richtig? Ja. Drei fehlen? Zwei fehlen. Immer noch? Ernsthaft? Immer noch fünf? Nein, drei. Was? Hä? Hol euch mal die Äxte. Bitte? Bitte, bitte, bitte? Das wäre jetzt ein bisschen blöd mit dem Schnelldurchlauf, aber... Die haben alle eine Axt. Die schicke ich da jetzt auch hin. So. Denen fehlt noch eine Axt. Zwei fehlt eine Axt. Einem fehlt eine Axt. Keine fehlt eine Axt. So, dann habe ich jetzt alle Krieger. Dann versuche ich das jetzt noch zu beenden. So. So lala, so lala, so lala. Jetzt laufen da 9 plus 5 sind... 14 Krieger einfach mal durch die Gegend rum.
Wölfe, ihr habt keine Chance. Jungs. Ach stimmt, hier sind immer die Anzahl der Äxte. 4, 4, 9. Und 5. Die Anzahl der Äxte beschreibt die Anzahl der Krieger. Und die Krieger können... Oh, 14 Krieger gegen einen Wolf. Ulf, überlebe es. Batz. Du, Alter. Wie cool das aussieht. Es sind einfach so viele Wikinger, die ihren Job jetzt machen. Ihren eigenen Job. Wolfbezwinger. Sinuta, Sinja. Sinja ist Soldat. Sinja ist, well? Komm, dann legt euch hin. Aber nur wenn ihr wirklich müsst. So. Laufen die Krieger weg? Die Gegner? 1, 2. Hui, da kommen sie gleich angehoppelt. Ah, nein. Jungs. Ihr müsst jetzt kämpfen, ne? Obwohl ihr Hunger habt. Natürlich nicht so geil mit dem Hunger. Deswegen schicke ich sie das nächste Mal wieder zurück. Aber... Oh, scheiße. Einer wird gleich... Soren, der kleine Soren. Der hat Hunger. Der ist kurz vorm Tod. Guckt euch das an. Wie wenig Schaden die haben. Jetzt schicke ich sie im Schnelldurchlauf runter. Kleine Armee spaziert. Komm, ihr habt gleich was zu essen. Keine Sorge, nicht mehr lang. Das will ich jetzt mal angucken. Die Armee kommt nach Hause. Erfolgreich. Jetzt gibt's was zu essen. Wie viel ist denn da im Lager? Hm? Ach, da ist ein bisschen was. Aber gar nicht so viel. Das ist jetzt hauptsächlich voller... Dings. Der Fisch wird anscheinend immer sofort verbraucht. Ich hoffe, dass der Hunger von allen gestillt werden kann. Alles klar, wo gibt's denn was zu fressen? Während die schlafen, kann neuer Fisch produziert werden. Auf der anderen Seite sollte es auch viel zu fressen geben. Ein bisschen halt. Ein bisschen standardmäßig. Holz. Holz habe ich viel zu wenig, auf jeden Fall. Ab nach oben, Jungs. Ihr habt einen Job. Boah. Das wird nicht einfach jetzt. Auf dem Weg kommen wir erstens an Wölfen vorbei, die uns angreifen werden. Aber wir sie nicht. Also wir werden sie schon angreifen. So, erstmal machen wir die Wölfe weg. Dann machen wir sie weg. Und dann haben wir das geschafft. Hier kommen sie. Hier kommen unsere Jungs angeschlappert. Snorre und sein Trupp ist auf dem Weg und der Sorin und sein Trupp ist auf dem Weg und sie haben Hunger. Scheiße, ich schick sie auf diese kleine Reise und sie haben jetzt schon Hunger. Groa wird attackiert. Die scheiß Wölfe hier werden attackiert. Da waren glaube ich aber 3. Egal wie viele hier sind. Sie haben gar keine Chance. Das hintere Lager zuerst. Und jetzt das vordere. Wo sind die Gegner? Verteilt. Hier sind ein paar. Und hier sind so viele. Ich würde sagen, wir schicken alle auf die kleinen paar da drüben. Sie haben zwar Hunger, aber sind einfach sau viele. Und aus diesem Grund kann ich es mir echt vorstellen, dass sie schaffen zu gewinnen. Da sind 3 Leute, 3 Gegner. Oh, die ersten werden schon kämpfen. Sind sie überhaupt von beiden im Blick? Beide im Blick? Ja, beide? Ja, gut.
Jungs, nicht Rast machen. Kein Rastchen, kein Päuselchen. Ihr habt keine Zeit dazu. Ihr habt Probleme da vorne. Okay, jetzt habt ihr keine Probleme. Jetzt seid ihr viel zu viele gegen sie. Der kann nicht mal schlagen. So viele sind das. Wie krass ist das? An die hier. Portal. Zu öffnen. Nichts da öffnen. Erstmal die da hinten wegmachen und dann... Zwei Feinde nur. Portalwächter. Hä? Wieso nur zwei Feinde? Muss ich nicht verstehen. Nix da. So. Jetzt sind hier arme Portalwächter. Ich tue mich fast schon leid. Aber verdient. Aft. Arfet. Greifen die immer erst die vorderen Jungs an? So gehen nicht. Snorre. Achso, das ist auch schon da. Snorre. Nee. Hä? Arbeitslos, Björn. Wie die fliehen, ne? Schmeißen wir den auch runter? Leute, lasst niemanden kommen. Minus 50 Leben, minus 50 Leben, minus 50 Leben, minus 50 Leben. Ach, komm schon, ernsthaft. Ein der Gegner. Zwei der Gegner. Drei der Gegner. Krass, wir haben es geschafft. Und Portal öffnen. Das ist viel zu stark. Wir sind viel zu stark für euch, Jungs. Wir haben es geschafft. 3, 2, 1, 0. Ja. Und jetzt. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir sind einfach zu gut für euch. Folgt. Sehr, sehr, sehr große Karte. Götterzorn 3. Das Portal kann betreten werden. Das Portal kann geöffnet werden. So. Dann haben wir auch dieses Level durchgespielt. Und dann verabschiede ich mich jetzt wirklich. Ich wollte das eigentlich gar nicht spielen. Dann sehen wir uns dann anders wieder. Bis dann, viel Spaß an eurem Leben, an allem Möglichen und... Ciao.